Und damit herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Einmal schlafen legen, bitte. Neuer Tag, neues Glück. Lass mal die Tür aufmachen. Hallo. Ist hier jemand? Niemand. Das ist schade. Wir holen uns was zu essen und was zu trinken. Und dann geht das hier weiter. Schön Holz holen. Oh ja. Kaninchen können wir bestimmt abschreiben. Die sind zu clever, die gehen nicht in meine Fallen. Wir werden trotzdem nach ihnen schauen. Früher oder später muss da mal eins reinlaufen. Aber das hier muss erstmal weitergemacht werden. Da, 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 da. Hops. Ja, Usa. Oh, sehr schön. Die beiden Bäume. Es ist wunderbar, dass der da nachgewachsen ist. Der ist schön nah. Das macht mir die Arbeit leicht. Da, 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 da. Oh, wer wollte mir folgen? Hopp. Der ist auch hin. Du bist doch zu dünn, oder? Du bist doch kein normaler Baum. Du bist so ein Stockbaum. Ich fäll dich trotzdem. Oh, er ist ein normaler Baum. Ich bin erstaunt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Er wirkte so dünn. Na, na, na. Ja, großer Meister mit der Kettensäge. Oh, war. Bist du gerade gewachsen oder habe ich dich übersehen? Oh, ihr seid eh nur Zweigbäume. Nicht so günstig. Oh. Ich muss auch die dünnen fällen. Hilft alles nichts. Auch die dünnen müssen weg. Wie er sich hier weigert zu fallen. Meine Güte. So, weg mit dir. Oh, sehr viel Holz. Boom. So, und den nehmen wir auch noch mit. So. Die alten Kadavern da dran. Wie der Lich. Runtergeworfen. Die liegen jetzt alle hier oben rum. Das ist natürlich immer ungünstig. Naja. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Na, Virginia, was machst du da unten? Baumstämme. So viele Baumstämme. Her damit, her damit. Wir brauchen ja noch einiges. Zack. Da, da, da. Schwupp. Schwupp. So. Boing. Boing. Oh, ein roter kommt. Erstaunt. Virginia, kümmerst du dich drum? Keine Lust auf den roten. Die rote Socke ist genau hinter dir. Möchtest du dich umdrehen? Darf ich ihn dir zeigen? Da. Er ist da. Und er hat eine Freundin dabei. Wenn er näher kommt, musst du ihn abknallen. Ja, du kannst auch weglaufen, bitte. Wow, der hat mich erwischt.
Virginia! Ich lasse zu spät schießen. Ja. Ja. Darf ich deinen Kopf haben? Danke. Nächstes Mal schießt du früher, ja? Ehrlich sein, die Alte hat mich umgewumst. Dicken Wampe da vorne dran. Jetzt hab ich's gesagt. Da vorne ist ja. Ja. Hier ist die Seilrutsche. Hops, hops. Hopp, hopp. Mitgenommen. Zack, zack. Den hier und den hier. Oben müssten ja noch ein paar liegen. So, hoch da jetzt. Oh, da liegt ein Bein. Boing, boing. Dum, dum, dum. Baumstämme. Oh, jetzt wird es hier aber dunkel. Jetzt wird es hier aber gerade richtig dunkel. Was denn los? Huch. Springst du so hinter mir her? Ist los, Kleines. Ups. Ja, ich muss ja jetzt nicht alle mit der Seilrutsche rüberbringen. Ich habe ja schon ein paar drüben. Die zweite Fuhr, kann ich mir noch was aufheben? Nein, 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 nein. Du haust nicht ab. Zack. Zack. So. Hier. Was, ganz alleine? Ein Partner? Ja, nehmen wir mit. Ach so, da liegt der Partner. Na, ich habe jetzt erstmal ein paar wieder. Kann die erstmal anbringen. So. Müssen ein bisschen Gerüst bauen, rein theoretisch. Weil das Ding geht jetzt auch in die Breite. Ja, da liegen schon ein paar. Das ist gut. Ich würde es so machen, dass ich hier da puff, puff. Ja, hi, Calvin. Da, da. So. Alles schick hier. Ups. Noch die richtige Höhe. Ja, das ist die richtige Höhe. Bam. Bam. Dip, dip, dip. Ups. Ups. Calvin, spiel nicht mit dem Holz rum. Jetzt muss ich hier natürlich erweitern. Zack. So. Einmal hier. Und einmal da. Muss ich einen spalten, weil jetzt brauche ich einen Stützer. Axt raus. Uff. Humpty Dumpty. Stütze Nummer 1. Stütze Nummer 2. Und jetzt ist das hier abgesichert. Das behalten wir.
Und jetzt können wir rein theoretisch euch nehmen. Das habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Nicht alles, was hier rumliegt, brauche ich wirklich. Könnte ich hier auch einen Durchgang machen? Nö. Ach, jetzt stellt er sich wieder dumm an. Vergaß. Ja, klar, wirf's runter. Hättest du es ja auch da oben nutzen können, ne? Nee, ach, Ivo, warum auch? So. Reini. So, das dahin. Das darauf. Weiter geht's. Bam, bam, bam. Ups. Bup. Bup. Dum, dum, dum. Da, 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 dum. Hops, hops. Oh, das wird schon, das wird schon. Hier muss ich später hoch, deswegen. Da schon mal die Schräge hingestellt. Boing, boing, boing. Nein! Och, hat das mit Absicht gemacht. Ja. Ja, kannst du auch machen, ist egal. Hör auf, mit dem Holz zu spielen. Das ist nicht deins, das ist meins. Hast du nicht eine Aufgabe oder so? Muss ich dir eine Aufgabe zuweisen? Der spielt hier die ganze Zeit rum. Hä? Dip, dip, dip. Und hops. Oh, ich weiß. Ich lasse ihn Stöcke sammeln. Er darf Stöcke sammeln. Das macht er. Da ist er beschäftigt. Du spielst nicht die ganze Zeit hier blöde rum. Ja, wo bist du, Kelvin? Kelvin, komm mal her. Du? Komm mal mit, Junge. Folge mir. Ja? Das sind übrigens schicke Schuhe. Ich muss schon sagen, mit diesen kleinen Kreuzen drauf. Sieht nice aus. Komm her. Ja, genau hier. Hier, ja. Und hier holst du jetzt Stöcke und fallen lassen, okay? Also eine Aufgabe. Machst du die ganze Zeit nur Quatsch? Deswegen. Der braucht eine Aufgabe, der Junge. Hops. Bam. Da, 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 da. Puff. Hier wieder runter. So, wupp. Naja, geht klar. Das dahin. Dip, dip, dip. Hops. Oh, jetzt geht mir tatsächlich hier das Holz aus. Aber egal, wir sind schon gut vorangekommen. Nee, ich brauche hier keinen Boden drin. Das kostet mich nur Holz, das ich an anderer Stelle gut gebrauchen kann. Ja, deine Stöckchen. Die lege ich hier schon mal mit rein. Das ist wenigstens eine Aufgabe, der Junge. Ansonsten macht er mir zu viel Quatsch. Bap, bap, bap. Dann die Hopsassa hier hoch. So. Boing.
Boing. So, war das alles in Holz oder ist hier noch was in der Bude drin? Nee, nichts mehr in der Bude drin. Ah, das wird's. Kevin, geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg, du blockierst mich. Den Aufgaben geben, damit du mich nicht blockierst. Bam. Sammle ich gleich mal ein, bevor du die gleichen Stöcke wieder sammelst und behauptest, du hast neue gefunden. Das Spielchen kennen wir schon, das machen wir nicht nochmal. Da drüben eiert Virginia rum. Baum können wir auch mal fällen, würde ich sagen. Der ist nah genug. Ja. Und auch den. Ist der dick genug? Jo. Der ist dick genug. Das passt schon. Da, da, da. Und wieder. Auf die Reise. Da machen sie sich. Auf die Reise. Bam, bam, bam. Und hier noch. Und da noch. Hops. Hier und da. Das gute Holz muss mit. Drüben liegt noch einer. Hab ich vorhin vergessen, ne? Naja, egal. Zack. Hopp. Hier, und da. Genia schützt den Weg. Also mich schützen auf dem Weg. Also diesmal frühzeitig genug hier ballert. Klappt das? Bam, bam. So, die hier hinten. Oh boy, hier steht ja gar kein Baum mehr. Hört man wieder meine Tasten sehr laut, weil ich da richtig drauf kloppe. Aber man hört sie auch, wenn ich ganz leise drauf tippe. Na, ah, du darfst mal durchatmen. Okay. Es gibt hier Muckis. Was hier zu machen gibt dir Muckis. Ja, Level 30 von Stärke. Ist bald auch schon wieder geschafft. So. Hier ist noch auch mit. Dip, dip, dip. Zack, auf die Reise geschickt. So. Hier und da. Da, 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 da. Und zack. Ruhig mal ein Mutant vorbeikommen, ja? Die beiden von vorhin habe ich schon wieder vergessen. Aber das waren ja auch keine Mutanten. Das waren ja nur Wilde. Also eine Creepy Virginia oder so. Dann ruhig mal vorbeikommen. Ich habe gerade mal Lust, jemanden mit der Axt zu erwischen. Und dafür ein bisschen Mutantenhaut zu farmen. Da, 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 da.
Haben wir hier noch irgendwo einen rumliegen? Nicht? Ungerade Zahl finde ich nicht so schick. Ungerade Zahl übersehe ich gerade ein, ja? Wahrscheinlich. Ach, egal. Müsste wahrscheinlich eh nochmal losziehen, also. Ja, der ein oder andere ahnt wahrscheinlich schon, was es wird. So viel fehlt ja nicht mehr. Ja, ich darf wieder Stöckchen gleich mal. Puff. Puff, das da drauf gelegt. Stöckchen abgeladen. Ja. Nee. Genau das meinte ich vorhin mit. Der sammelt die gleichen Stöcke wieder ein und tut so, als wäre richtig ein Fleißiger gewesen. Kleiner Fleißikus. Aber nix da. So, du sammelst mal schön neue. Da, da, da. Bam, ba, bam, bam, ba, bam. Ah, endlich ein anderer mal. Habt ihr den gesehen? Der ist richtig hochgesprungen. Nee, ich möchte hier keinen Boden auslegen. Ich wusste, dass er jetzt runterrutscht. Der war schon so schräg an der Seite. Uff. Uff. Naja. Bald ist's geschafft. Bam, bam, bam. Uff. Hops. Hops. Die nehme ich dir gleich wieder ab. Da. So. Gut. Boing. Boing. Voila. Nein. Ich wusste es. Ich wusste es, dass er abstürzt. Ist nicht gut im Balancieren. Hört das hin? Wie ist das andere hin jetzt? Ist runtergeworfen, oder? Okay. Geh mal davon aus, dass es runtergeworfen hat. Da liegt's. Gut. Ja, hier keine Bretter verschwenden. Ach, jetzt ruht er sich aus daher. Hat wohl genug geleistet, sagt er. Glaube ich nicht. 40, 40, ja. Immer noch welche reinlegen. Du kannst mal schön weitersuchen. Wir sind nicht fertig. Die Lager sind noch nicht wieder voll. Bam, 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 badam, badam, bam, badam, badam. Ups. Ja. Na, erkennt das? Immer noch nicht. Dann sag ich es euch halt. Obwohl, ich kenne mich. Ich habe es wahrscheinlich schon längst im Thumbnail verraten, was es wird. Es wird ein riesiges Kreuz natürlich. Was sonst? Meine The Forest und Sons of the Forest ist immer so dermaßen mit Kreuzen geprägt. Überall gibt es Kreuze.
dass ich mir gedacht habe, na, dann kommt hier auch so ein riesiges Kreuz mit hin. Das gehört ja noch hin. Ich meine, ich habe ja schon mal eine Kapelle. Da sind ja schon zwei größere Kreuze. Aber ich dachte mir, hey, so ein richtig großes habe ich noch nicht. Und das musste halt noch hin. Ich war mir nur nicht ganz sicher, wie ich es mit dem Untergrund mache. Hier, mit der Fläche davor. Ich glaube, dass das hier unten. Ich wollte es erst da oben mit drauf bringen, aber es ist zu breit, glaube ich. Deswegen habe ich das gelassen. So. Da, da, da. So. Jetzt habe ich einen in zwei. Mach da die Stützen hin. Puff. Komm ich hier rum? Jo, klappt's auch so sehr gut. Jetzt bräuchte ich doch rein theoretisch die da nicht mehr, oder? Und das hier kannst du damit verarbeiten. Ist kein Problem. Jetzt können wir auch dieses einzelne Brett noch verarbeiten. Und zack. Und das Gerüst brauchen wir nicht mehr. Glaube ich zumindest. Das könnte mich auch hören, aber naja. So. Muss nur mit der Fertigstellung ein bisschen aufpassen, was ich noch wo baue, weil ein bisschen Veränderung findet noch statt. So, da, 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 da. Uff. Uff. Ja, war ja klar. War ja so klar. Hier ist mal was. Hast nicht genügend Ausdauer. Schneller essen. Schlingen, wenn nötig. Hab noch viel vor. Nee, liegt ein einzelner. Achso, ja, stimmt. Ja, ich habe ja vorhin einen einzelnen rübergeschickt. Bam. Den einzelnen kann ich auch ins Lager stopfen. Oder? Nee, wir verarbeiten ihn. Könnte ich eigentlich mal die Lager leer machen? Eigentlich kann die ja jederzeit wieder füllen. Vor allem. Ist das richtig? Zwei Karren. Kelvin hat wieder hier Stämme drauf gelagert, oder? Ich habe doch da keine Stämme drauf gehabt. Ich habe doch da große Steine. Kann es sein, dass auf meinen Karren jeweils Stämme drauf sind? Egal. Irgendwann muss ich da jetzt noch Steine holen. Dip, 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 dip. Wir wollen hier erstmal vorankommen. Das ist erstmal wichtig. So. Schubididu. Schubididau. Ist da oben schon mal drauf.
Meine Güte, sind die ganzen Steine jetzt verschwunden? Ich habe die nicht darauf gelegt. Ich weiß, dass ich auf allen Karren Steine hatte. So, geht voran. Wird noch massiver, als ich mir vorgestellt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ja, da oben. Die Lücke muss ich noch füllen. Kommt da noch einer zwischen denen, ne? Das ist doch jetzt eigentlich voll. Oder? Nee, es ist voll. Zack. Okay. Let's go. Ah, fehlen noch. Ich weiß nicht, ob das Lager hierfür reichen wird. Uff. Die Decken machen. Böden decken, das muss alles geschafft sein. So, nein, du kommst mit. Du gehörst nämlich hier mit hin. So. Lagerbestände sind aufgebraucht. Das Gerüst kommt wieder ins Lager rein, ja, das ist schon klar, aber trotzdem. Ja. Sehr gut, Kelvin. Nein, kaum lobt man dich, machst du wieder den Quatsch von vorhin. Dass du die gleichen Stöcke wieder aufsammelst. Aber gesagt, das sollst du lassen. Tja. Die Sache natürlich die. Wait a second. Wait a second. Artefakt. Zack. 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 Ah. Die Decke oben muss ich mir noch was ausdenken. Ich hoffe, das klappt, so wie ich mir das hier vorgestellt habe. Ich hoffe, das sieht man auch von draußen. Ja, fütter es. Kein Problem. Bisschen schneller füttern, bitte. Ja, man sieht es von außen. So, jetzt muss ich auch noch hier. Das habe ich natürlich total vergessen. Ah, das war blöd.
Bitte mal. Gut. Ja. Hast du erwischt? Jo, hast du. Sehr gut. Hey, was machst du da? Nee, das ist ja... Würdest du nicht golden sein? Oh. Das funkelt aber gut. Muss man mal eine Taschenlampe anmachen. Ja. Sehr schön. Also, was ich heute nicht schaffe, mache ich in einer anderen Folge. So. Hörst du? Ja, ja. Bin mir halt nicht so sicher. Ein, zwei Dingen. Wie zum Beispiel diesen Querbalken, aber das sehe ich hier gerade in dem Licht nicht so gut. Ich hab's größtenteils fertig. Ah. Da muss halt in der nächsten Folge noch ein bisschen zu Ende gebracht werden. Weil ich erkenne kaum noch was. Ich muss nämlich nochmal oben ran. Weiß ich noch nicht so genau, wie ich das mache. Da brauche ich mehr Holz. Ich muss oben die Decke noch machen. Ah, aber ja. Sieht doch schon vielversprechend aus, oder? Oder? Wir können es nicht sehen. Wir können es nicht wirklich sehen, aber das Goldene, das funkelt durch das Ding ja sehr gut. Am nächsten Morgen können wir es besser betrachten, obwohl ich schon weiß, ich werde es im Thumbnail wahrscheinlich dementsprechend verewigen. Immer diese Schrägen da. So, musst du wohl mal gefüttert werden. Njam, njam, njam. Ich lege gerade, ob ich die Schrägen noch erwische. Habe ich es erwischt? Es wirkt so, ne? Das hier sollte ich besser erwischen. Weiß nicht, warum der nicht golden ist. Achso, weil die Wand noch nicht fertig ist. Aber hier muss ich, glaube ich, noch mal eins nach oben. Mit dem Gerüst. War das golden? Ist das hier? Nee, das ist auch noch nicht golden gewesen. Was ist hier los? Manche Dinge waren noch nicht golden, obwohl ich da bestimmt schon dran war. Egal. So. Ganz fertiggestellt ist es noch nicht. Na, es fehlt noch eine Kleinigkeit, aber es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Weißt du, Calvin, du kannst jetzt eine Pause machen. Ich denke, du kannst eine Pause machen. Die Stocklager sind wieder... Geht noch einer? Okay. Die Stocklager sind voll. Passt schon soweit. Hinten habe ich wieder komische Lichtereignisse. Aber egal. Ich werde es erst in der nächsten Folge sehen. Ihr seht es wahrscheinlich schon längst im Thumbnail.
wie das Ding so glänzt. Und nächste Folge werden dann noch so ganz kleine Schönheitsdetails dort nachgebessert. Oh, warte mal, bevor ich mich schlafen lege, bitte noch was trinken. Also ganz durstig ins Bett gehen will ich auch nicht. Okay. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen. Reingehauen. Tschüss.